muss ich ihm wieder helfen, weil er es nicht alleine hinkriegt. Der Sack. Ah. Ich muss mal ein bisschen lernen, das noch mit der Rolle. Irgendwie funktioniert das manchmal nicht so ganz. Hast du das Gefühl? Sterb gleich! Nein! Ich will nicht sterben! Ja, roll dich doch mal, Scarlett. Das ist aber auch schon wieder hier. Komm schon, den muss ich noch schaffen, bevor ich sterbe. Oh, Glück gehabt. Scarlett, warum musstest du hier aufkreuzen? Ich hatte alles unter Kontrolle. Moment. Über sein rostiges Schwert lustig machen, sie hätten ihn getötet oder ich habe sein Leben gerettet. Ich bin für das lustig machen. Natürlich, du hättest sie alle besiegt, oh Held mit dem rostigen Schwert. Oh doch, eines Tages werde ich ein Held sein. Ein Held? Du bist viel zu jung für solche Dinge. Schlag dir das Kämpfen aus dem Kopf. Ich will aber kämpfen. Für die Menschen hier. Ich will etwas verändern. Die Diskussion ist beendet. Geh nach Hause. Sofort. Ich hasse dich. Und ich will dich nicht auch noch verlieren. Boah, du hast eine neue Stufe erreicht. Du hast Attributpunkte und Fertigkeitspunkte erhalten. Öffne das Inventar mit I. Dort kannst du deine AP verteilen. Zum Einsetzen müssen wir den Lehrmeister finden von den anderen Punkten. Und, oh, Gesundheit 92 haben wir dazu bekommen. Neue Stufe 2. Das ist ja schön. Wird nicht ganz... Doch, wird ganz voll. Ist ja prima. Ich habe aber hier hinten noch... Ich dachte, hier stand ein Assassine vorhin. Im Video. Kann sein, dass der jetzt weg ist. Was hat der denn dabei? Kann man verkaufen? Kann man essen? Kann man mit was kaufen? So. Und der hat dasselbe dabei ungefähr. Ist noch ein Pilz. Und ich speichere mal ganz flott... jetzt habe ich ja Spiel speichern. Ne, scheiße. Naja, geht auch. Ich hätte auch schnell speichern machen können, nicht Depp. Hier war noch irgendwo ein Honigpilz. Ich weiß es ganz genau. Hier ist noch ein Fliederdau. Ich bin noch nicht sicher, was man mit dem ganzen Zeug machen kann, was wir hier einsammeln. Aber ich nehme mal an, das kann nicht schlecht sein, wenn wir es haben. Das ist ein bisschen dunkel, da gehe ich nicht hin. Und jetzt verteile ich erstmal meine Punkte. Und die kann ich wo verpunkten? Hier. Okay, wir haben 3 Punkte. Kondition, Weisheit. Stärke, mentale Stärke. Ich bin ja immer für ein bisschen Stärke. Damit wir ein bisschen mehr draufhauen können. Kondition ist ein bisschen mehr Leben. Oder? Ja, Gesundheit da oben. Guckt, da sieht man's. 104. Kondition plus 1, 108. Ich guck gerade mal, was bei Weisheit passiert. Geht die mentale Energie hoch, aber da wir die im Moment noch nicht brauchen, nehme ich die auch nicht, und mentale Stärke würde da wahrscheinlich irgendwie, geht jetzt nicht hoch, aber die brauchen wir im Moment glaube ich noch nicht, jedenfalls glaube ich nicht, dass wir die brauchen. Konditionen, wollen wir ein bisschen Leben oder ein bisschen Stärke? Ein bisschen Stärke könnten wir die Leute schneller umhauen, ein bisschen mehr Leben würde wahrscheinlich auch nicht helfen, wenn wir wirklich... Also nicht so wenig jetzt hier mit den 4, das wird, glaube ich, nicht so viel bringen. Nehmen wir ein bisschen mehr Stärke noch. Man kann ja nachher, das sind jetzt 3 Punkte, da wird bestimmt noch viel mehr kommen. Und so viel falsch kann man hoffentlich nicht machen mit dem Verteilen der Punkte. Und Spiel gespeichert, das ist ja perfekt. Und jetzt gehen wir mal, wenn wir schon mal dabei sind. Wo ist es denn? Hier ist es doch. Tagebuch war hier, genau, dann gehen wir doch jetzt mal einen Gefallen für den Schmied tun und besorgen die Schmiedezange. Wo geht's lang, Rabe? Oh, da hoch. Alter, wo der Vogel mich wieder hinführt. Das ist ein Pilz. Ich will den Pilz. Hier irgendwo lang. Guck mal, da ist ein Haus. Einfach rein und suche das Testament. Du gehst nirgendwo hin. Ach komm schon, was würdest du schon damit anfangen? Du kannst wahrscheinlich nicht mal lesen. Ich habe die gleiche Ausbildung wie du genossen. Nur weil ich nicht mein ganzes Geld für Frauen und Alkohol ausgegeben habe, heißt das nicht, dass ich keinen blöden Brief... Mal zuhören. Aber ich könnte da reingehen. Klar, geh. Ich vertraue dir. Tust du? Naja. Wenn du deine Waffe auf der Schwelle liegen lässt. Das kann ich machen. Und auch deine Kleider. Meine Kleider? Warum sollte ich das tun? Dann kannst du nicht mit meinem Besitz in deinen Taschen rausschleichen. Du bist ein kranker Kerl.
Ich bewege mich kein Stück. Oh nein. Schau dort. Was ist das? Ich muss gar nicht hinschauen, um dir zu sagen, was das ist. Es ist der älteste Trick der Welt. Und ich falle nicht darauf rein. Manchmal überrascht mich, wie du mitdenkst. Ich würde vorschlagen, du verschwindest und überlässt alles mir. Ich habe sogar noch einen besseren Vorschlag. Ich gehe einfach rein und suche das Testament. Du gehst nirgendwo hin. Ach komm schon, was würdest du schon damit anfangen? Du kannst wahrscheinlich nicht mal lesen. Ich habe die gleiche Ausbildung wie du genossen. Nur weil ich nicht mein ganzes... Okay, das ist, glaube ich, Dauerschleife. Da unterbrechen die zwei jetzt einfach mal die Streithähne. Einen blöden Brief lesen könnte. Halt dich da raus. Das ist eine Familienangelegenheit. Ja, und die Kontroverse wird bald gelöst werden. Mit dieser Klinge. Was ist denn hier los? Wartet, kein Blut vergießen. Einige Angelegenheiten kann man nur mit einem guten alten Duell lösen. Diesem jämmerlichen Kerl könntest du auf keine Weise helfen. Doch, du könntest mir helfen. Jetzt habe ich noch eine Idee. Warum hilfst du nicht mir? Worum geht's eigentlich? Sagt mir, was hier los ist. Eigentlich ist alles ganz einfach. Unser Onkel ist verstorben. Und jetzt sind wir beide hier, um unser Erbe anzutreten. Also müssen wir hineingehen und das Testament finden. Aber diesem Kerl hier kann man nicht trauen. Doch, kann man. Du bist das schwarze Schaf in unserer Familie. Und das Testament wird ziemlich gut versteckt sein. Es wird sicher ein Rätsel geben. Unser Onkel hat Rätsel geliebt. Man könnte sagen, er war sogar ein bisschen übervorsichtig. Okay, ich suche das Testament. Ich suche das Testament und ihr beide bringt euch bitte so lange nicht gegenseitig um. Wo denkst du hin? Wenn du Hilfe brauchst, ruf einfach. Ja, vielleicht können wir dich irgendwie unterstützen. Ach, Ivo, wo braucht denn ich Hilfe? Aber was ich mal mache, ist erstmal hier die Eigentum von fremden Leuten zu zerstören. Schließlich ist hier ein Juwel drin. Ein Juwel? Werde ich irre? Oh, Kupfererz. Ich werde irre. Ein Juwel? Wie viel ist denn das wert? Das muss ich gerade mal, interessiert mich brennend. Juwel. 100 Stück! Oh, oh. Wir sind reich, wir sind reich. Mein Schatz. So, gehen wir erstmal ins Waldhaus. Oh, natürlich ein Ladebildschirm. War ja klar. Oh, hier ist ein bisschen düster drin, ne? Der hat ja gewohnt, na, da wäre ich aber auch gestorben. Freiwillig sogar. Oh, Spinnenweben? Ich hasse Spinnen. Geht's hier lang? Na, ah, natürlich verschlossen. Dann, Oh, Kartoffeln. Schuhe, ich kann Schuhe gebrauchen, aber scheint nicht meine Größe zu sein. Ich kann sie jedenfalls nicht mitnehmen. Oh, Scarlet hat hier gewütet anscheinend. Hat mal kurz ein Buch gelesen. Was ist denn das hier? Schmiedezange, da brauchen wir für einen Schmied. Haben wir auch das erhalten, aber hier muss noch irgendwo ein Testament sein. Die Dinger haben sich doch gerade bewegt. Ah, ich verstehe schon, wir sollen hier die Trophäen drücken, aber ich weiß die Reihenfolge... Zufällig weiß ich wirklich die Reihenfolge, weil ich schon gemacht habe, aber... Ich tue mal so, als ob ich es jetzt nicht wüsste. Vor allen Dingen muss ich die jetzt sowieso alle umdrehen. Und dann passiert nämlich das hier. Wenn ich das nämlich in der falschen Reihenfolge mache, dann sagt der Kombination falsch. Und sie trennen sich alle wieder zurück. Und das brauchen wir, ja? Und wir brauchen jetzt unbedingt die Kombination. Die habe ich sogar nach einer Weile, nachdem ich doof in dem Haus rumgelaufen bin, habe ich es auch irgendwann rausgekriegt, nämlich als ich hier hoch bin. Als ich, oh. Hallo, gehst du mal auf die Leiter? 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 Greifen und eine Sprosse nach der nächsten. Das ist ja schön. Da kannst du auch Leitern steigen. Ohne schwere Hilfe. Fremde Hilfe. Hier ist noch eine Truhe. Ich hätte da noch ein Juwel drinnen versteckt, aber das waren nur 13 Dukaten und 4 Kupfererz. Aber ich lasse mich nicht lumpen, ich nehme alles mit. Da hat jemand was gegen Mäuse gehabt. Oder zumindest keine Katze. Mit einem Streich hauen wir die Dinger auch wieder weg. Oh, Dukaten, ich hätte sie fast übersehen. 8 Stück ist nicht wenig. Und 14 sind noch mehr als wenig. So, ich gehe nochmal kurz in den Wald. Weil, da ist nämlich die Lösung versteckt. Nach dem Ladebildschirm. Lad endlich! Hast du schon irgendwas gefunden? Halt die Augen offen! Der alte Mann war Rätseln sehr zugeneigt.
Und ich kann sagen, wenn diese Rätsel in dem Spiel weiter so gehandhabt werden, dann finde ich die ziemlich gut, weil es ist ziemlich einfach jetzt hier. Moment, kann ich das hier so? Ich dachte, ich rede da nochmal mit denen. Kann ich nicht nochmal mit denen reden? Nee. Auf jeden Fall, passt mal auf. Seht ihr da diese 4x4 Platten, Steinplatten, die auf der Erde liegen? Und zwar bedeutet das jetzt, dadurch, da sind ja immer noch so, in jeder Reihe sind ja noch so eine spezielle Platte, die irgendwie ein bisschen anders aussieht. Und jetzt müssen wir uns einfach nur die Reihenfolge der Platten merken. Und diese 4 Reihenfolgen sind die Reihenfolge, in der wir die Trophäen eindrücken müssen. Also sprich 2, 4, 3 und 1. Also 2, 4, 3, 1, 2, 4. Nicht ziehen die Waffe, Scarlet. Steck sie wieder ein. Ach so, falsche Taste. 2, 4, 3, 1. Und dann wird das aufgehen. Nach dem kurzen Ladebildschirm. Oh, der war wirklich kurz. So, und jetzt springen wir hier die Treppe runter. Naja, sie ist ja eine Frau, die muss die Leiter elegant runterschreiten. Und jetzt hier so 2. 2. 4. Jetzt mach ich. Nicht mal 4 Zahlen kann der Typ sich merken, mein Gott. 3 und 1. Und tandam. Tandam. Ah. Tada. Ein Testament. Das Testament. Da steht, dass alle Güter der Familie an Nesto vererbt werden sollen. Und da steht etwas über eine verborgene Klinge. Verborgene Klinge, das klingt ja nach genau der Klinge, die wir brauchen. Momentan nicht erlaubt. Was auch immer ich gerade gedrückt habe, ich wollte eigentlich... Hallo? Mein Inventar? Da ist mein Inventar. Wenn ich also auf L drauf drücke, was auch immer da passiert, geht nicht. So, ich muss gerade mal gucken. Gefallen für den Schmied? Ja, das ist die Schmiedezange und das versteckte Testament. Ja, gut, aber von der Mundklinge steht jetzt nichts mehr. Beziehungsweise von der versteckten Klinge. Und da brauchen doch die zwei jetzt erstmal ein Testament. Und das gebe ich ihnen natürlich auch. Ich bin ja kein Unmensch. Und versteck das jetzt heimlich. Irgendwo, wo sie es nie finden würden. Obwohl, da hätten sie es auch nie gefunden. Glaube ich nicht. So. Hier, Leute, ich habe ein Testament für euch. Wie schaut's aus? Du hast das Testament gefunden? Na, so eine Überraschung. Dann schauen wir mal, was der alte Kauz aufgeschrieben hat. Gib es ihm nicht. Besser, du liest es uns beiden vor. Ich werde das Gebäude zu einem Waisenhaus machen. Davon habe ich schon seit Jahren geträumt. Was? Hier? Im Wald? Ehrlich, Don. Eine Taverne mit etwas Glücksspiel und hübschen Damen hätte das Dorf nötiger. Oder ich reiße es einfach ab und verhökere das Holz. Das scheint da oben gebraucht zu werden. Dies ist mein letzter Wille. Ich verfüge hiermit, dass mein ganzer Besitz... So, und jetzt können wir selber entscheiden. Und zwar können wir jetzt die einfach anlügen, beziehungsweise die Wahrheit sagen. Und wir sagen, entweder an die Familie von Nesto gehen soll, wie es auf dem Testament steht, oder an die Familie von Don gehen soll, der ja ein Waisenhaus darauf bauen will. Oder dass wir es einfach sagen, dass es zur gleichen Hälfte an Nesto und an Don gehen soll. Und, ich bin ja dafür, dass wir das den beiden nicht geben, sondern nur einen von beiden, damit es keinen Streit gibt. Was wollen die, also der kann ja kein Waisenhaus bauen, wenn der eine Taverne rausmachen will. Also stell mal vor, mit Kindern, die dabei, Frauen, naja, ich will das gar nicht ausführen. Deshalb geben wir das einen von beiden, und zwar würde ich sagen, ich bin ja, obwohl ich keine Kinder in dem Dorf gesehen habe, ich sage jetzt einfach mal ein Waisenhaus, vielleicht gilt das als gute Tat im Spiel, obwohl da natürlich das Testament, den letzten Willen, aber scheiß auf den letzten Willen. An die Familie von Don gehen soll. Das glaube ich nicht. Du bist dessen einfach total unwürdig. Oh, ich bin um einiges würdiger als du. Du hast deine ganze Habe beim Glücksspiel verloren. Es wäre äußerst unfair gewesen, wenn das auch noch belohnt worden wäre, indem du die Besitztümer dieses Mannes geerbt hättest. Ich auf der anderen Seite habe hart gearbeitet. Und endlich werde ich dafür belohnt. Und jetzt willst du ein Waisenhaus daraus machen? Ganz recht. Moment, da steht noch mehr.